Der große Bogen zwischen Prostitution und Meinungsfreiheit. Diskussion bei Servus TV läuft aus dem Ruder. Wer als Deutscher zum Tuk im Hangar 7 eingeladen wird, der muss eine Reise unternehmen, denn die Fernsehgesprächsrunde auf dem privaten Sender Servus TV aus dem Hause des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull findet im schönen Salzburg statt. Aber ausnahmsweise nicht irgendwo im historischen Teil dieser auch architektonisch so wundervollen Stadt, sondern ganz modern an der Ostseite des Flughafens Salzburg. Dort, wo Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz, er ist reichster Österreicher, sich den Luxus leistet, im Ambiente seiner privaten Flugzeugsammlung Privatfernsehen zu machen. Beitrag weiterlesen bei Boris Reitschuster. Link im Textbeitrag. Inflation, was, wenn die 1970er Jahren zurückkommen? Sie galt als besiegt und lange Zeit kämpften die Notenbanken vor allem gegen die Deflation. Doch nun ist das Gespenst der Inflation zurück und es beginnt bereits, die Menschen in Unruhe zu versetzen. Nachdem inzwischen sowohl die Europäische Zentralbank wie auch die Federal Reserve Bank in den USA ihre Inflationserwartungen erhöht haben und begonnen haben, die Finanzmärkte auf Zinserhöhungen in 2023 einzustimmen, fangen auch die Anleger an, auf die veränderte Entwicklung zu reagieren. Beitrag weiterlesen bei NEO Presse. Link im Textbeitrag. Die Grünen, auf dem langen Marsch zum Sprung nach vorn. Scheiße, für diesen Ausspruch der deutschen Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock wird wohl deren Bundesparteitag in Erinnerung bleiben. Beim Bundeskongress der österreichischen Grünen in Linz war es Vizekanzler Werner Kogler, der sich in Bezug auf die jüngsten ÖVP-Skandale wenig inklusiv zeigte. Beitrag weiterlesen bei Wochenblick. Link im Textbeitrag. Nicht vergessen: Liken, teilen und abonnieren. Danke.